So, wie sieht's denn in Frankreich aus? Super. Wie sieht's in der Luft aus? Fast noch besser. Oh, außer in der Ostsee. Oho. Au contraire. Das geht ja mal gar nicht. Flupp. Dann räumen wir da mal auf. Ja, deswegen baue ich ja gerade neue Truppen, du Dösel. 50 Tage. Fallschirmjäger sind fertig. Olé. Dann, wie versprochen, Fallschirmjäger sind in Ausbildung. Warte mal, die muss ich erstmal bearbeiten, weil so kann man mit denen ja nicht kämpfen. So. So ist das schon besser. Ihr seid aber eine Elite-Einheit. Deswegen, boom, ausbilden. 2, 3, 5. Und davon hätte ich gerne 2 Chargen, weil ich brauche auch noch welche. Kannst du mir mal verraten, warum meine Einheiten in Neuguinea gerade nicht bewegen können, keine Organisation mehr zurückbekommen? Haben sie vielleicht keine Versorgung? Kann nicht sein. Ich habe auf dem kompletten Weg bis nach Japan, also bis ans Festland, die Seeüberlegenheit. Das heißt, die Konvois müssten eigentlich durchkommen können. Ist denn ein Hafen da? Ach, fuck, direkt ein Feld daneben. Okay, dann mache ich da einfach sehen, was hier unten war. Weil wenn du keinen Hafen hast und die keine Versorgung kriegen, dann sind deine Truppen nicht sehr begeistert davon. Kann ich gar nicht verstehen. Ja, ne? So, bildet die mal aus. Oh, Panzerdivision. Die hannoveranischen Panzerdivisionen, wer kennt sie nicht? Ich kann eine Infanteriewaffenproduktion einstellen. Daraus werden neue Panzer. Neue Schützenpanzer. Panzergrenadiere, so rum. Das ist das Wort des Tages. Schützenpanzergrenadiere? Schützenpanzergrenadiere, richtig. Ja, Frankreich ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Frankreich existiert eigentlich schon gar nicht mehr, wenn man es genau nimmt. Ich nenne es Westdeutschland. Östliche Nordsee gibt schon wieder eine Schlacht. Achso, ihr jagt immer noch meine U-Boote. Sind ja auch Jagd-U-Boote. Ja. Aber die sind ganz schön dumm. Weil, ich baue nämlich Jagdflugzeuge. Und diese Jagdflugzeuge jagen U-Boote. Richtig. Nein, echt? Doch. Oh. Nein. Doch. Jetzt wäre dein Wort wieder oh gewesen. Das müssen wir noch üben. Na gut. Ja. Beim nächsten Mal vielleicht. Louis de Finesse nachmachen, das ist nicht jedermanns Sache. Boah, nein, Estland, ich nehme deine Division nicht. Du willst nur wieder Länder klauen. Brasilien, ja. Hast du noch mal ein bisschen Öl für hier Gummi für mich? Ist ja erbärmlich. Komm, hier, gib mir einfach all dein Gummisieren. Das ist mir jetzt auch Latte. Und dabei baue ich schon einen Arsch voll Fabriken. Alter, was ist denn jetzt los? Oh. Wo zum Geier habe ich meine Mountaineers gelassen? Weiß nicht. Da habe ich sie. Ach, in der Armee. Ja, sobald ihr fertig seid, brauche ich euch. Dann schicke ich euch nämlich mal an die Nordfront. Packe ich euch schon mal dahin, damit ich euch dann finde. Jungs, könnt ihr hier mal vielleicht ein bisschen vorrücken und die da tatsächlich mal einkesseln? Das wäre ein ganz großes Kino.
Weil dann haben, warte mal, lass mich mal kurz gucken, wie viele Armeen das sind. Knapp 30? 30 feindliche Divisionen, keinerlei Supply mehr? Und das wäre irgendwie schon ganz geil, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also macht mal hinne, danke. Der Führer. Ihr möchtet immer noch nicht zu... Warte mal. Wieso ist denn unser Raketenforschungsbonus weg? Hat der ein Haltbarkeitsdatum? Baugeschwindigkeit Raketenbasen. Forschungszeit Raketen minus 10. Oh, das kann sein, dass der Schwerpunkt nur eine Weile hält. Nö, habe ich immer noch. Merkwürdig. Naja, was soll's. Ich habe die Briten von meiner Inselecke da vertrieben. Wir haben die Briten ganz gut weggetreten. Und den Suezkanal haben wir auch. Nehmt das, ihr dreckigen Briten. So, jetzt prügeln wir euch noch aus der Türkei. Wo ist meine Kriegsmarineflotte? Dankeschön. Geht mal bitte auf Konvoijagd. Dankeschön. Und das eigentlich nur hier. Weil sonst habt ihr ja nichts mehr. So sieht das schon besser aus. Autsch, das tut weh. Wir wissen zwar nicht, wie viele Armeen da sind, aber... Ja, was ist denn hier? Wie lange dauert es noch? Was fehlt euch denn? 30 Tage. Haben wir... Nein, haben wir nicht. Rommel erreicht gleich Kairo. Ich müsste oder ich würde gerne ein Panzergrenadier-Trupp aufstellen. Herr Rommel. Jetzt werden die kompletten alten Waffen ausgemustert. Hätte ich ja sogar noch mehr produzieren können. Aber wir haben 78.000 aus Infanterieausrüstung über. Braucht einer von euch vielleicht noch Infanterieausrüstung? Ja, wäre nicht schlecht. Wie viel brauchst du? Schick doch mal ein paar tausend rüber. Ich mach momentan nicht. Ich hab nur 500 auf Lager. Ich hab auch Bedarf. Ich brauch zwei. Fahren wir's. Okay. Ein paar tausend hast du gesagt. Lass es. Ich habe aus Versehen bei Artillerie gezogen. Infanterie habe ich noch 45.000 Einheiten übrig. Ah, okay. Das ist ja, da habe ich ja mehr Artillerie als die Infanterieausrüstung. Wie viel Artillerie fehlt dir? Mir fehlt Bonser? Gar keine Artillerie. Ach so. Ich habe noch 500 auf Lager. Ich dachte. Wir machen Minus von 1 momentan, also... Ja, weil ansonsten könnte ich euch beliefern. Leichte Panzer könnte ich mal 1000 gebrauchen. Lass mich mal kurz aufs Lager gucken. Leichte Panzer, 1000? Ganz im Ernst? Ich kann dir... Wie wär's mit 500? Geschenk des Hauses. Kann ich gerne nehmen. Oh, kann ich dir nicht schicken. Soll. Ja, so viele Schiffe habe ich nicht. Aber ich kann dir 350 schicken. Nimm ich auch. Hilft das? Ja. Nimmst du auch? Okay, bam. Bitteschön. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Ist sie nicht alle auf einmal. Ja. apropos Essen auf einmal. Tja, da verschwinden wohl mal ein paar britische Divisionen. Und so wie es aussieht, sind das gut 50, 60? Die mal eben gegessen werden.
Schade für euch. Knurps. Knurps. Ihr habt euch halt mit dem falschen Land angelegt. Tut mir fürchterlich leid. Aber auch nur ein bisschen. Können wir ja langsam mal drüber nachdenken, wie wir England knacken. So, wie sieht's hier unten aus? Super. Mach doch mal da den Sack zu. Dankeschön. Und wir machen da mal. Noch 20 zu. Tage. Afrika hat einen gewaltigen Nachteil. Der da wäre? Millionen von Trillionen von Sektoren, aber kaum Siegpunkte. Das ist richtig. Das ist eher, du trittst die tatsächlich raus. Also du drängst die einfach weg. Ach, die haben da sogar noch ganz viele Häfen. Ist Belgien Freund oder Feind? Ah, Feind. Belgien ist Feind. Belgien ist Feind und Kairo ist unser. So mag ich das. Und auch das hier mag ich. Könnt ihr mal bitte... Push little card. Um es mit den Worten von Heavy Weapon Guy zu sagen. Da haben wir sogar Frankreich ganz praktisch in Nord und Süd aufgeteilt. Das finde ich ganz nett. Ja, da kann der Qui-Gon jetzt aber nicht meckern, dass ihm wieder Dingens abhanden kommen und so. Ich kann bestimmt schon. Ach, du kannst mir mal den Jagon lutschen. Nee. Das Schlimme ist, dass du gerade ernsthaft drüber nachgedacht hast. Psst. Ah, ich fange noch eine Tiger-Produktionsreihe an, weil wir es so schön. Weil wir es haben und er mir auf den Sack geht mit: Wir haben noch Fabriken übrig. Ja, ich weiß. Nervt nicht. Ich habe auf einmal 220 Stahl übrig. 220? Ja. Woher könnte das wohl kommen? Ich vermute mal aus Frankreich. Das ist durchaus im Bereich des. Weil Afrika hat kaum Stahl. Sind die denn eingeschlossen? Die zählen noch nicht als eingeschlossen? Kriegen die wohl aus Luxemburg Unterstützung? Frag mich sowieso, warum du Luxemburg nicht schon langsam mal entfernt hast. Ich mag sie. Sie haben uns nichts getan. Und sie stehen gerade nicht im Weg rum. Aber wenn es dich glücklich macht... Ich meine ja nur, falls sie wirklich da Unterstützung herziehen, ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn du mal entfernst. Naja, ist ja gleich gegessen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Achso. Hier, ihr könnt euch alle mal wieder an eure Front da verpissen. Die ich jetzt sogar noch länger ziehe. Plopp. Es wird. Die Türken wollen mir schon wieder Truppen schicken. Nein. Oh, fuck, ich bin unter 1 Million Mannstärke gefallen. Dann, Oh, ich habe meine Marineversion komplett vergessen. Plopp, erhöhen wir doch mal auf Nachbedarf. Und zack, haben wir 5 Millionen neue Truppen zur Verfügung. Das hört sich doch ganz nett an, oder? Ach, Siam, wie lange braucht ihr denn noch? 10 Tage. Helft da doch mal eben mit, die armen Eingekesselten da Platz zu machen, dankeschön. So, was haben wir denn noch? Ja, Britisch-Indien wird gerade noch gegessen. Aber... Oh. Ihr seid doch echte Dösel, ey. Schneidet die da doch mal ab.
Jawohl. Und schon wieder eine Armee frei. Da braucht ihr mich nicht. Wie kann das sein, dass in meinen Zonen teilweise Feindtruppen drinstehen? Fallschirmjäger? Nee, es scheint normaler zu sein vom Icon her. Haben extrem verschleißt, nehmen die Zone nicht ein. In der gleichen Zone ist auch eine Truppe von mir, aber keiner kämpft. Ach so, die befinden sich momentan auf dem Rückzug. Ja, viel Spaß, braucht noch nur 7 Tage dafür. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Eins muss man lassen, die Engländer sind mutig und bescheuert. In einem. Ich habe das südchinesische Meer, habe ich ungefähr 200 Schiffe die ganze Zeit Patrouille gefahren. Die haben gerade echt versucht, eine Flotteninvasion zu starten. Das kann man machen. Das ist zwar selten dämlich, aber man kann es machen. Die sind auch nicht weit gekommen. Oh, Überraschung. England, ich bin ein bisschen von euch enttäuscht, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber jetzt wollen wir es doch mal etwas interessanter gestalten. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir vielleicht die Luftüberlegenheit über dem Ärmelkanal bekommen. Was gegen die Engländer? Mhm. Also wie ich meinte... Das sieht jetzt aus wie Popcorn. Das muss ich schon sagen. Was? Soll ich auch noch ein paar einschicken? Wenn du noch ein paar über hast, tob dich aus. Alter, was ist denn hier los? Alter Schwede, die fallen wie die Fliegen. Ich habe nur die Hälfte von seinen und bis jetzt läuft es in meinen Gunsten. Alter, der schickt jetzt alles, was er hat. Ist das echt alles, was er hat? Der hat alle seine Flugzeuge jetzt über dem Ärmelkanal mobilisiert. Hast du, und sie stürzen ab. Hast du irgendwann einen großen Flughafen, den ich benutzen kann? Da stehen einige Flughäfen, die gar nicht so klein sind. Wie viele brauchst du denn? 2000. 2000? 2000. Habe ich nicht in einem Flughafen. Ich muss auch in mehreren, aber in der Nähe von der Front. Ich habe jetzt einmal südlich den von Paris angeflogen. Ich habe einen. Pas-de-Calais. Wo ist siehst der? Du dünn, zwischen Calais und Dünkirchen am Ärmelkanal. Das ist, gegenüber von Dover? Warte mal. Wie kann ich dir das deutlich machen? Siehst du Paris? Meinst du den in der Normandie? Links von Paris? Nee, ich meine den, wenn du von Paris eine Linie gerade nach oben gehst, ist direkt an der Küste ein Flughafen. Ach da, 2000, okay. Und der ist 2000 groß. Stellen wir hier schon mal Garnisonstruppen bereit. Na also. Aber den kann ich nicht anfliegen, aus irgendeinem Grund. Okay. Also da ist bei mir kein Flugzeug stationiert, ne? Ach so, vielleicht ist er defekt. Lass mich mal kurz gucken. Nein. Das kann man schon dauern, eine Sekunde. Nö. Aber ich kann noch einen bauen, wenn dir das hilft. Warte mal, ich verstärke einfach mal die Normandie mit nochmal 4 Flughäfen. Bam. Wird auch als allererstes gebaut. Gut. Sollte jetzt ja helfen.
Wir haben fast 42. Ja, und jetzt kommen die ganzen Pilotenasse. Der hat echt alles hingeschickt, was er hat. Oh, im Ärmelkanal, Scheiß. Im Ärmelkanal, ja. Alter. Mhm. Bei 1900. Ja, und vor allen Dingen nachts. Nachts schickt er seine Bomber. Ah. Und dann verfünffacht sich die Summe mal eben. Das ist schon böse. Boah, seid ihr da mal bald fertig, die da aufzuessen? Das ist ja wohl peinlich. Das geht ja mal gar nicht. Außerdem brauche ich euch an der schwedischen Front. Apropos, schwedische Front. Was ist mit Dänemark? Möchtet ihr ins Reich? Komm, jetzt stellt euch doch mal nicht so an. Komm schon, stell dich nicht so an. Seid doch nicht so. Hm, ein bisschen Faschismus hat noch keinem geschadet. Das einzige Let's Play, wo man sowas sagen darf und damit davon kommt. Okay, Siam ist jetzt nicht gerade intelligent, muss ich sagen. Die haben ja gerade fast die gesamten Truppen gegeben, was sie haben, als Expeditionstruppe. Ja, das machen die häufiger mal. Deswegen lehne ich die immer ab. Mhm. Weil ansonsten hast du nämlich ratzfatz den ganzen Rattenschwanz da bei dir. Die Briten kriegen da ganz gut auf den Sack. Das gefällt mir auch. Du, Mordred, hinkt hinterher. Das gefällt mir nicht, aber sind halt so Sachen. Passiert ja mal. Richtig. Jawohl. Die Briten werden jetzt platt gemacht. Aber aus irgendeinem Grund zählen die nicht als eingekesselt. Was sehr merkwürdig ist. Vielleicht irgendeine Stadt da noch, vielleicht weil Straßburg noch drin ist? Möglich. Die Rechtfertigung, Luxemburg platt zu machen, hat eine... 5 Frontlinien gegen eine einzige kleine Provinz. Habe ich da vielleicht eine... Ich habe da sogar eine Armee in der Nähe. Krieg erklären. Nein, da brauche ich keine Verbündeten. Dankeschön. Das geht gerade so noch. Dankeschön. Mit Luxemburg werde ich noch alleine fertig. Ach, wie geil. Meine Kavallerie, die das Gebiet besetzen soll, die reitet da jetzt drauf. Meins, joink. Ich will auch mal einen Kampfeinsatz. Sei doch froh, du Nasenbär, ey. Autsch! Das tut weh. Warte mal. 60, 70, 80. 83 Divisionen von den Briten. Ihr könnt gleich aufgeben. Eingekesselt. Ja. 82. Ja, es fangen schon an, welche zu verschwinden. Alter Schwede. Qui-Gon, wirst du noch von Silent Jake in im Osten von Afrika gebraucht? Nein. Best Dog. Rommel to the Rescue. Ah, Raketenforschung. So, wir wollen doch V2s auf England schießen. Ich habe gehört, das wäre eine super gute Idee. Wo ist denn da? Da, Straßburg gehört denen jetzt aber auch nicht mehr. Aber aus irgendeinem Grund zählen die nicht als eingekesselt. Ich verstehe es nicht. Hm. Soll mir allerdings recht sein. Was für ein Bomber ist das denn? Achso, das muss einer von deinen sein. Jawohl. Die Lufthoheit
ist momentan 50-50. So. Bombt da mal alles kaputt? Wir hatten eigentlich... Wow, Australien, eine ganze 13 bis 16 Divisionen. 16 Divisionen. Mhm. Ich zittere, ich zittere. Das heißt, das... Das ist ja wie meine Stimme bereits zittert davon. Ich hatte hier doch noch eine Armee. Oh, die habe ich dahin geschickt. Ja, Oh, warte mal. Jungs. Hoppala. Helft doch mal bitte damit. Das geht mir nämlich gerade so ein bisschen auf den Keks. Bist du ein General oder bist du ein... Ich wünschte, man hätte eine Möglichkeit, einfach zu sehen, welchen General... Ob das ein... Achso, hat man. Entschuldigung, vergesst, dass ich was gesagt habe. Petit Rouge über Ärmelkanal abgeschossen. Oh. Eine lebende Legende wäre uns immer noch lieber. Warte 2 Minuten, aber dann bekommst du das nächste Flieger aus da drüben. Ja, ja. Die treten uns aber doch schon so ein bisschen in den Hintern. Ist momentan so ein bisschen ausgeglichen mit den Verlusten. Müssen wir wohl schneller Flugzeuge bauen. Apropos schneller Flugzeuge bauen, wie sieht's damit aus? Wir bauen Flugzeuge. Wir bauen sogar ganz gut Flugzeuge. Ach Gottchen. Ah, okay. Der Sack ist auch gleich zu. Oh. Die wurden mal eben alle gegessen. Die ganzen 80 Divisionen. Jupp. Ah, Jake nimmt die Insel ein. Apropos Insel einnehmen. So, dann plant da doch mal die Invasion. Weil mich braucht ihr da jetzt nämlich nicht mehr. Hoppala, welche Armee ist das denn? X! Nein, ihr solltet das eigentlich nicht tun. Naja, egal. Schon wieder die falschen angeklickt. So rum. Und zwar mit ein bisschen pushen. Dankeschön. Ohne Rücksicht auf Verluste. Prügelt die da mal bitte aus. Meinem schönen Land raus. Ich gucke ja super gerne den Luftkämpfen zu. Ich weiß, es bringt einen Scheiß, aber ich gucke da echt gerne zu. Nein, der kommt von hinten. Dreh ab. Borneo ist gleich eingenommen. Super. Da hinten habe ich noch die letzten britischen Flotten auf. Mach das. Sekunde, wir sind 42. Panzerschrecks für alle.